Ihre Lippen erscheinen unglaublich voll und verführerisch. Geil. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und ich war in der Drogerie und habe ein paar richtig krasse neue Produkte eingekauft und auch online war ich unterwegs. Und ich habe jetzt vor, dieses ganze Zeug hier mit dir zusammen zu testen und zu gucken, was top ist und was ein Flop. Ich werde dieses neue DM-Produkt hier ausprobieren. Das ist von Vandini. Noch nie gehört. Lippenpflege-Booster, der einen Maxi-Lip-Komplex hat. Ihre Lippen erscheinen unglaublich voll und verführerisch. Der soll Pflege und Volumen in einem verleihen. All das ist versiegelt wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Bisschen Gewalt hat noch nie geschadet. Hashtag Team hässliches Abschminkface. Bitte in die Kommentare, wenn du auch immer so hässlich guckst, wenn du dich abschminkst. Jetzt verwenden wir dieses Volumenbalsam. Sieht ja soweit ganz nett aus. Und das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken. Und solange beschäftigen wir uns mit dem nächsten Produkt. Das ist ein Thermopolish, nennt sich das. Ein Nagellack, der mit der Temperatur die Farbe wechselt. Und da war einfach so boom, mein Mind blown, als ich dieses Produkt entdeckt habe. Ich lackiere mal den Nagel hier in diesem schönen Rot. Kätzchen! Magst du auch eine Kralle lackiert haben? Richtig schönes Dunkelrot, so wie ich es liebe. In der Zwischenzeit habe ich immer mal wieder auf meine Lippen geguckt. Und ich muss sagen, trotz Einwirkzeit sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied. Also leider einen Daumen nach unten. Und jetzt gehen wir direkt weiter ins Bad und gucken, ob dieser Nagellack hier hält, was er verspricht. Wenn ich es unter kaltes Wasser halte, wird es so richtig schwarz eigentlich schon fast. Und jetzt halte ich das mal unter warmes Wasser und ich bin so gespannt. Oh, viel zu krass, oder? Kalt. Wow! Fetter Daumen nach oben von mir. Ich finde das so verdammt cool. Man kann es auch mit dem Daumen einfach so anwärmen. Also ich glaube, das sorgt schon für den einen oder anderen überraschten Blick, wenn du von einem klimatisierten Raum oder Laden wieder auf die Straße gehst. Ich verlinke dir die Dinge mal in der Infobox, falls sie dich interessieren. Es gibt ganz viele verschiedene Farben. Du wirst schon an der Form erkennen, um was es sich handelt. Diese Lippentattoos hat man ja schon teilweise davon gehört. Wollte ich jetzt einfach mal selber ausprobieren. Das habe ich vor Urzeiten mal zugeschickt gekriegt und habe es bis heute nie ausprobiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Also liebe Firma, die mir das geschickt hat, nicht böse sein, wenn ich das kacke finde. Ich habe jetzt zwei nicht besonders gleiche Hälften. Und hier habe ich jetzt ein bisschen Wasser am Start. Jetzt ist das Wasser überall. Kacke. Egal, hat keiner gesehen. Die funktionieren einfach so wie diese Tattoos früher in der Kindheit. Also man drückt die dann einfach so auf die Lippen und wartet dann ein bisschen. Ich hoffe, das wird nicht schief. Sonst sehe ich aus wie Schönheits-OP in die Hose gegangen oder so. Alter, es hat hingehauen. Ich feiere es gerade mega. Heftig und ich kann ganz normal, jetzt rede ich ganz normal. Es fühlt sich nicht unangenehm an. Prost. Ja, trinken geht auch ganz normal. Ich verlinke dir das mal unten, falls sich das interessiert. Ich habe mir jetzt das Design ausgesucht, was mich am wenigsten angesprochen hat, weil ich mir dachte, wenn es funktioniert, dann will ich mir die schönen für Partys und so aufheben. Jetzt komme ich zum nächsten Produkt. Das ist von Balea. Optischer Sofortzauber. Kaschiert sofort Fältchen, Poren, Unebenheiten. Und das werden wir doch jetzt mal ausprobieren, wenn das sofort kaschieren soll. Zuerst trage ich das mal hier auf. Ich werde jetzt mal mit ein bisschen Concealer so drauf tupfen. Und hier die Lachfalte kaschiere ich mir auch. Ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, als dass ich einen Daumen hoch geben würde, ehrlich gesagt. Unter anderem habe ich mir bei DM auch dieses grüne, komische etwas hier gekauft. Das ist ganz neu im Sortiment. Das soll angeblich einen Peeling- und Massageeffekt auf die Haut haben. Es ist ein Cognac-Schwamm aus Südostasien, angereichert mit grünem Tee.
der die Haut vor freien Radikalen schützen kann. Eine neue Art der natürlichen Gesichtspflege steht da. Und ja, wir werden den jetzt in lauwarmes Wasser eintauchen, aufquellen lassen und anschließend sanft aufdrücken. Und dann entfaltet er sein natürliches Volumen und seine zarte Struktur, was ich mir im Moment nicht vorstellen kann, weil der hart wie Stein ist. Au. Ich schminke mich jetzt ab, gucken, was der so kann. Boah. Ich habe schon besser ausgesehen in meinem Leben. Okay, es ist richtig, richtig angenehm und reibt nicht so krass wie so ein Peeling mit Plastikpartikeln oder Kernpartikeln, so scharfkantigen. Es ist halt einfach echt weich und riecht sehr neutral. Angeblich pflegt es ja auch. Sprich, ich werde meine Haut jetzt nicht eincremen, sondern wieder rübergehen und dann gucken, wie mein Hautgefühl so ist. Das Wasser ist jetzt getrocknet wieder und ich muss sagen, das Hautgefühl ist sehr angenehm. Ich habe ziemlich trockene Haut, die eigentlich sofort spannt, nachdem sie gepeelt wurde. Und das ist jetzt nicht so wirklich der Fall. Mega, mega gut, dieses Naturprodukt. Ein echtes kleines Wunderprodukt. Also Däumchen hoch von mir. Du lässt mir jetzt auch gern ein Däumchen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und kommentier gerne mal, welches Produkt du am coolsten fandest. Ich freue mich drauf, von dir zu lesen und auch dich auf Snapchat, Facebook, Twitter oder Instagram wiederzusehen. Genauso wie hier in meinem letzten Video oder dann im nächsten. Tschüss!